Harry Maguire! Hey Leute, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Pexpozer. Ja Leute, wir gucken uns heute die neuen, beziehungsweise sind sie überhaupt neu? Wir gucken uns auf jeden Fall mal die Ferrero Panini Sticker zur EM an. Ich wundere mich gerade, warum ich nur zwei Packs bekommen habe. Falls ihr sowas öfter sehen wollt, gerne in die Kommentare. Und ja, jawohl Jungs, ich habe auch mal, meine Haarpracht, sage ich mal. Ich habe mich scheren lassen. Ich habe mich nichts anderes als scheren lassen. Ich würde sagen, gehen wir rein in die Unboxing Cam. Für alle, die sich fragen, was ist mit der EM, was ist mit der EM? Die EM geht auf jeden Fall weiter auf meinem Kanal. Es ist einfach jetzt so ein Video, weil ich gerade Bock zu habe, weil das hat ja auch was mit der EM zu tun, mit der richtigen EM. Meine EM gibt es natürlich auch noch, Jungs. Gibt es natürlich auch noch, ein bisschen Geduld. Ja, Leute, und da haben wir die guten Stücke, sozusagen die beiden. Viel Spaß mit deinen Stickern. Sehr schön gemacht. Bei den Duplo-Riegeln kann man sie auf jeden Fall bekommen. Bei Nutella, bei Hanuta, bei Milchschnitte und bei Kinder. Also allgemein bei allen Kindersachen. Und wir starten mal mit den Stickern. So sehen sie aus. Da haben wir gleich mal unseren Bambi, Jamal Musiala. Dann haben wir Julian Brandt. Ja, unser Brandbeschleuniger im Mittelfeld, wobei er ist ja nicht mal mitgenommen. Powerkarten, Basekarten. Und dann machen wir weiter mit Berlin, das ist die Heimat von Antonio Rüdiger. Also wahrscheinlich, denke ich mal, jeder Austragungsort hat hier so einen Sticker bekommen. Sehr schön. Was hatten die das nicht mal bei Rewe schon mal gemacht? Weiß gar nicht. Dann haben wir Mats Schummels, ist auf jeden Fall bei BVB nicht mehr Spieler ab nächstes Jahr. Und Robert Andrich. Also mir gefällt eigentlich das Design ganz gut von den Stickern. Also man hat hier im Hintergrund ja für jede Position ein anderes Logo genommen. Finde ich eigentlich ganz gut. Und dann gucken wir mal ins andere Pack. Wir starten mit Leroy Sané. Ich kenne das ja, dass man in den Ferrero Produkten immer so die Sticker gleich mitbekommt. Aber dieses Jahr muss man sie sich so einen Code aufschreiben und dann kann man sie sich bestellen. Finde ich ein bisschen komplizierter. Sie machen am Ende, wie sagt man? Sie machen am Ende einen Schuh draus. Also, sagt man das so? Sie machen auf jeden Fall mehr Geschäft, glaube ich, damit, wenn die das wegschicken, weil man da, man muss mehr Packs dafür kaufen. Allerdings hat man hier nicht so blöde Knicke drin. Von daher ist das, ja, also ich weiß auch nicht, was davon halten soll. Robin Gosens ist ja gar nicht dabei, so wie viele hier. Serge Gnabry zum Beispiel auch nicht. Haben wir In-Action-Sticker, wahrscheinlich sind das die In-Action-Sticker. Joshua Kimmich und Benjamin Henrichs ist die letzte Karte. Was ich cool finde, ist, was man hier die neuen Trikots mit reingepackt hat. Ja Leute, das war das Unboxing der DFB-Sticker. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was ist mit meiner Softbox los? Irgendwas hängt gerade, ist aber auch egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Checkt noch auf jeden Fall die Pexpozer EM ab. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao.